Hallo und welcome back zu einem neuen Video. Ja, ich habe ein Paket bekommen und zwar ist das vom der Kiosk. Ich habe mir Organic bestellt. So ein Vitamingetränk, wo ich derzeit voll drauf abfahre. Warm Angebot. Und ich brauche das. Übrigens kommt das aus Berlin. Und da bin ich mal gespannt, wie es gepackt wurde und von wem. Mega geil. Let's see what's inside. This one, aber keine Karte. Halt die Getränke. Aber leider keine Karte. Deswegen denke ich mal, dass das nur bei so Mischkartons drin ist. Aber die Box ist cool und kann man wieder verwenden. Deswegen werde ich die auch aufbehalten. Es ist ein ganz schönes Packaging und yes. Ich bin mal gespannt, ja, was ich vloggen werde diese Woche. Auf jeden Fall Organic ist an der Stelle keine Werbung, aber ich liebe das. Kommt aus Paderborn. Und yes, meine Lieblinge sind Orange, Kiwi and this one. Ist das? Nee, nicht wilde Pflaume. This one. Nee, da habe ich doch wilde Pflaume. Ja, das sind meine Favorites. Ich kaufe ja eigentlich nur aus den Niederlanden, aber naja, muss auch mal sein, ne? Unterstützung. So, da ja der Notstand ausgerufen wurde wegen dem Gas und so weiter. Ja, wir heizen eigentlich kaum hier in der Wohnung. Wir haben halt Kerzen und so weiter. Und wir haben natürlich, was das angeht, noch unseren schönen Heizer, den Dyson. Der ist immer ganz cool im Winter, wegen der Wärme und so. Ja, also Leute, könnt ihr schon mal schön an der Kerzen hier bedienen. Ist zwar nicht so krass wärmegebend, aber ja, im Herzen, sage ich mal, oder gedanklich macht man sich ja dann doch schon wärmere Gedanken, wenn man irgendwie abends im Dunkeln sitzt und eine Kerze anhat. Zumindest ist das so bei mir so. Ja, ich war gerade bei K&K, die hat nämlich eine Aktion. Unter anderem war ich eigentlich nur wegen Pelminis da, aber die haben die leider nicht. Falls ihr nicht wisst, was K&K ist, ist ein Supermarkt und ich finde 8x4, das hier ist richtig gut. Riecht auch sehr gut und Nummer 10 weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das fand ich auch okay. Aber ich finde irgendwie Axe an sich, ey, wir haben draußen, haben wir, lasst mich mal schauen, wir haben draußen 22 Grad und ich war einfach am richtig schwitzen. Ich denke mir so, Junge, wovon kommt das denn? Also ich glaube, ich muss mehr Tee und keine Ahnung was nutzen. Oder einfach mal mehr draußen sitzen, damit ich mich an die Hitze gewöhne. Wir gehen jetzt ins Kino zum ersten Mal in Gronau und ich bin mal gespannt, wie also das, ich war schon da. Wie das aussieht. Das erste Mal da. Nein, Neueröffnung. Du warst noch keinmal da seit der Neueröffnung. Aber zeig du bist euch überhaupt das erste Mal in Gronau. Ja. Ich zeige euch mal, wie es aussieht. Also, es spricht mich schon mal an, aber es ist sehr versteckt, finde ich. Drei. Ja, gerade von der Arbeit wiedergekommen. Ich habe mir nämlich was geholt. Und zwar ist das so eine
Seegras. Riecht auch so danach. Seegras. Ja. Box. Die habe ich mir geholt für 10 Euro. Und eine neue Pflanze, weil die andere tot ist, gefühlt. Die habe ich auch Ostern gekauft. Und das ist die. Und yes. Ich kann euch auch mal schnell die andere zeigen. Ich weiß, wir haben noch Osterdeko, aber ja, die ist wohl hinüber. Aber den Behälter werde ich auf jeden Fall, ja, behalten. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Leute. Das war es mit diesem kleinen, aber feinen Vlog. Falls ihr irgendwelche Videovorschläge habt, gerne in die Kommentare. Und dann geht es nächste Woche auch schon los mit den Vorbereitungen für meinen Geburtstag. Ich freue mich schon drauf. Was wir denn alles machen und so weiter, werde ich euch dann erzählen. Und yes, nächste Woche ist meine letzte Arbeitswoche und dann habe ich eine Woche Urlaub. Und dann geht es erstmal weiter bis August und September und dann fahren wir wieder in die Niederlande. Hoffentlich, wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Ich würde mich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.